Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch wieder einen Beauty-Look. Heute zeige ich euch ein Frühlings-Make-up und das Besondere ist, dass ich heute ganz viele Produkte aus dem koreanischen Segment benutzen werde. Ich habe auf der Seite YesStyle mal wieder eine Bestellung aufgegeben und habe viele coole neue Produkte wieder bekommen und ich werde damit heute mich ready machen, aber auch mit meinen eigenen Produkten. Ich werde einfach so einen Mix daraus machen und ich habe schon einmal bei YesStyle bestellt, also so koreanische Produkte und dazu habe ich euch schon mal ein Video auch gezeigt, kann ich euch sehr gerne mal hier noch verlinken, ansonsten noch mal in der Infobox und ich war total begeistert, es hat mir richtig gut gefallen, die Produkte haben super toll performt, man hat aber auch gemerkt, dass sie so ein bisschen anders sind als jetzt das europäische Make-up, würde ich mal behaupten. Die haben auch ganz andere Absichten, diese Make-up-Produkte, weil man sich ja die Koreaner, die schminken sich auch so ein bisschen anders, ein bisschen leichter, am liebsten heller und so weiter. Ne? Bronzer benutzen sie, glaube ich, gar nicht. Und für mich ist es so mein Lieblingsprodukt. Was Skincare angeht, sind sie auch einiges im Voraus. Und deswegen habe ich jetzt hier schöne, viele verschiedene Produkte bestellt. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, falls ihr dort auch was bestellen möchtet, bei YesStyle. Der Infobox, da ist auch nochmal alles verlinkt. Könnt einzeln auf die Produkte draufklicken oder allgemein auf die Seite gehen, euch mal dort umschauen. Es ist wirklich super interessant. Auch generell, man kann sich da echt total verlieren, weil es alles so neu ist und irgendwie anders und so weitergedacht und einfach mega cool. Also kann ich euch sehr empfehlen, dort mal vorbeizuschauen und ich zeige euch einfach mal so allgemein, was ich hier so liegen habe und dann legen wir auch schon los mit dem Make-up. Und das erste Produkt, was wirklich sofort meine Aufmerksamkeit bekommen hat, ist dieses hier, weil ich sowas noch nie ausprobiert habe und noch nirgends gesehen habe. Das ist einmal Perfect Neck Age Wrinkle Control Mask. Also, das ist eine Maske, Leute, für euren Hals, für diese Partie, wie man auch bei mir schon gut sehen kann. Ich habe hier schon so ein paar Fältchen, das ist auch ganz normal. Ich glaube, das ist bei dem einen kommt es eher, bei dem anderen später, wie auch immer. Aber das ist eben so ein Teil, die Verlängerung des Gesichtes, die man auf jeden Fall, den man auf jeden Fall auch pflegen sollte, aber meistens zu wenig tut. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall damit anfangen, weil ich das so cool und mega interessant finde. Also, wieder in zwei Schritten. Der erste Schritt, hier so eine Ampulle aufgemalt. Wahrscheinlich muss ich das einfach hier, das ist ja eine Flüssigkeit, ne? Sowas wie ein Serum wahrscheinlich. Das gebe ich mir dann erstmal auf meinen Hals. Und Step 2 ist eben dieser, wie so ein Pflaster schaut das aus. Ist hier eben halt eine Maske. Und das werde ich jetzt mal als allererstes machen. Und danach werden wir weiterfahren. Also ich habe mich schon hier halber eingesaut, Leute. Ist einfach was auf meinen Pulli gekommen. I'm sorry, wir müssen jetzt bis zum Ende des Videos so bleiben. Vielleicht trocknet das ja. Also ich habe diese Ampulle oder dieses Serum eben hier auf meine Hand aufgetragen. Und dann gebe ich das mal auf meinen Hals. Fühlt sich gut an, serumartig, zieht aber auch gut und schnell ein. Also merkt euch das vorher, ne? Und dann schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Das ist auf jeden Fall so eine feuchte Maske. Ich nehme sie mal ab von dem Plastikteil hier. Und lege sie mir auf mein Neck. Mein Neck. Mein Back. Hält sehr gut. Wirklich. Klebt richtig schön. Und das lasse ich jetzt mal drauf. Laneige ist übrigens auch eine koreanische Marke, falls ihr nicht wusstet. Aber Laneige ist ja jetzt auch in Deutschland angekommen mittlerweile. Das sollte nichts Unbekanntes für euch sein. Das ist eine Water Sleeping Mask. Also das ist eine Feuchtigkeitspflege für die Nacht. Kommt mit so einem kleinen Löffelchen. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe bisher von Laneige eigentlich nur die habe ich bisher nur die Lippenprodukte ausprobiert und die sind wirklich sehr, sehr toll und empfehlenswert. Und das ist so eben so eine Nachtpflege. Das schaut schon so cool aus. Ich bin eigentlich nicht so Fan von so Kinderzeichnungen, weil ich denke mich, Freunde, ich werde 34 im Sommer. Ich bin eine erwachsene Frau. Das fühlt sich an, als würde ich so Kindersachen benutzen. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Süß ist es, keine Frage. Aber wenn das Packaging einfach nur so gewesen wäre, hätte es mir persönlich ein bisschen besser gefallen. Aber es ist vielleicht auch einfach auch eine Typsache, ne? Charaktersache. Genau, auf diese Nachtpflege freue ich mich sehr, sehr, sehr. Hey, das hält richtig gut. Fühlt sich auch einfach angenehm an. Also es kribbelt nicht oder irgendwas. Einfach nur schön pflegend. So, dann habe ich hier
Body Spa. Hinoki Body Spa. Das kann ich leider nicht lesen. I'm sorry. Das ist ein Body Spa Cleanser. Loofah Glove. Ah, das ist so ein Handschuh für unter die Dusche. Ich weiß nicht, wie ihr euch duscht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir nur Duschgel auftrage auf meinen Körper, dass ich nicht richtig sauber werde. Also ich brauche immer irgend so einen Schwamm oder so einen Handschuh oder irgendwas. Und hier habe ich mir so einen bestellt. Und wenn ich dann so Schwämme schon benutze, dann benutze ich immer gerne welche, die so einen exfolierenden Effekt haben. Also so einen peelenden, ne? Die so tote Hautschüppchen auch abnehmen. Weil ich das als eine bessere Option finde, als zum Beispiel so Peelings mit so Körnern. Ich finde, das ist oft ein bisschen zu aggressiv und zu dolle für die Haut. Und hier kann man auf jeden Fall einmal die Hand so reinmachen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Handschuh, mit dem man Selbstbräune aufträgt. Aber ist er natürlich nicht. Das ist hier so ein bisschen rau. Und damit kann man sich dann duschen. Ah ja, und das hat hier noch so ein Zwischenfach, damit man mit der Hand nicht direkt auch an diesem rauen Teil ist, sondern an dem weichen. Ja, eigentlich ganz cool. Von Neogen habe ich wieder was bestellt. Ich habe ja schon mal, habe ich euch in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt und generell auch in diesem Korean Beauty-Video, dass ich so einen Reinigungsschaum bestellt hatte auch mit Grüntee von Neogen. Und das fand ich so gut und das habe ich euch auch wirklich sehr wärmstens empfohlen. Das ist eine Glasflasche. For brighter, softer and deeply hydrated skin. Ah, das ist ein Toner. Ja, und es hat 93% natürlicher Inhaltsstoffe. Ja, und ich habe natürlich auch, ich bin so ein Opfer, ne? Ich gucke mal so nach Bewertungen und das Produkt hat wirklich sehr viele gute Bewertungen gehabt. Da steht auch immer, wie viele noch zur Verfügung stehen, wie viele es noch gibt und das war so gut wie ausverkauft. Dann haben wir ein Glow Makeup Fixer Bulgaria Rose Water. Ja. Ein Setting Spray, das für mich auch ein Must-Have ist beim Make-up. Und guck mal, das meine ich mit Packaging. Der sieht so toll aus. Das ist einfach was anderes. Ich zeige euch das zwar so, aber eigentlich ist es so gedacht. Und guck mal, dann vermischt sich das so. Das sieht so wunderschön aus. Und man will es irgendwie benutzen. Ja, es ist zwar nur das Packaging, aber das macht so viel aus, das darf man echt nicht unterschätzen, wenn man Produkte auf den Markt bringt, wie wichtig das ist. Das ist eben einfach ein Setting Spray mit Rose Water. Und Rose Water ist ja immer so ein sehr gut für, um Poren zu verfeinern. Double Longwear Cover Foundation von Peripera. Und ich habe das bestellt in der Farbe Classic Sand. Ich habe das mal einfach riskiert, aber Sand ist oft mein Ton. Und das sieht auch eigentlich, das sieht passend aus. Vielleicht ein bisschen zu hell, aber vielleicht oxidiert sie auch ein bisschen. Schauen wir mal. Und die hat ein SPF von 45 und ein Plastik-Packaging. Das ist kein Glas. Dann haben wir noch ein Light Blush von Prism. Mega cooles Packaging. Schaut aus wie so ein Stein einfach. Ist aber super leicht, einfach eine Plastikverpackung. Okay, das soll ein Blush sein, aber das ist für mich ein Highlighter, weil es ist so glowy, da sind so viele Goldpartikel drin. Das kann man auf jeden Fall als Highlighter benutzen. Aber es ist sehr subtil, würde ich sagen. Passt auf jeden Fall sehr zu Korean Beauty, weil die eben, wie ich schon am Anfang sagte, nie so zu viel auftragen. Das hier, ich glaube, das war eine Lidschattenpalette. Die heißt Pony Effect Get Ready und hat diese wirklich super starken Töne hier drin. Wow, die Farben sehen echt mega aus. Ich sehe gerade in der Kamera, durch das Licht sieht das so türkis aus, weil das so reflektiert. Aber das ist eigentlich so ein, also wenn ich so anschaue, dann ist es blau. Wenn ich so schaue, ist es lila. Das irisiert in diesen, in beiden Tönen. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt in der Kamera. Mega in der interessante Ton, richtig, richtig cool. Viele Erdtöne in matt, was auch natürlich perfekt ist. Also eine sehr coole und mega interessante Palette. Yes. Mit einem großen Spiegel drin. Ja, I like very muchos. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Und dann habe ich noch eine Lidschattenpalette, so eine kleinere. Ich habe die schon letztes Mal auch mal bestellt, also so eine Lidschattenpalette. Die war allerdings mit so Orange-Goldtönen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Und die benutze ich jetzt noch regelmäßig, weil die wirklich sehr, sehr cool ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich bestelle mir noch so eine in so ein bisschen natürlicheren Tönen. Es ist so irgendwie wieder so Brauntöne, Nude-Töne mit Schimmer, mit Glitzer. Aber
am Ende des Tages sind das auch genau die Farben, die ich am häufigsten einfach benutze. Deswegen bestelle ich das auch. Die Palette ist, das ist die One-Shot-Eye-Palette von Chica Ichiko. Und die Palette ist Made in Korea. Ah, Pony Effect ist sogar die Marke. Und hier von Moonshot, ein Lippenprodukt, glaube ich. Das Packaging ist einfach so cool. Ich glaube, das ist so ein... Riecht nicht so einladend, to be honest. Riecht nicht schlecht, aber so ein bisschen chemisch irgendwie. Und es hat diesen orangigeren Ton. Aber auch schon allein vom Auftragen merke ich, dass es mehr als so ein Stain gedacht ist. Das ist zwar gut pigmentiert, aber irgendwie ist es auch so leicht. Also so der Rand ist nicht so klar. Wisst ihr, wie ich meine? Trend in Korea ist ja mehr so ein Lip-Stain zu haben, anstatt so klare Konturen. Und deswegen kommt das auf jeden Fall auch wieder hin. Und dann habe ich hier noch einmal ein Dual Eyebrow. So ein Stift für Augenbrauen. Also der Augenbrauenstift ist von der Marke Moni. My Coloring Dual Eyebrow Pencil and Brow Cara. Ein Augenbrauengel. Und hier haben wir den Stift. Ja, wunderbar. Ich muss mal gucken, ob der Ton passt. Irgendwie sieht es sehr warm aus. Und das letzte Produkt ist noch das hier. Das ist Pretty Easy Glitter Stick. Ja, das ist so... Einfach so ein ausdrehbarer Glitzerstift. Wow, richtig schön. So ein weiß-rosé-Schimmer. Weiß nicht, ob das ankommt. So ein würde perfekt zu meinem Pullover passen. Ist in dem gleichen Ton, nur eben in Glitzer. Ich glaube, das würde perfekt hier im Augeninnenwinkel passen. Das wäre das. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch die Gesichtsmaske auftragen. Und dann geht's los mit dem Make-up. Sehr kühlend und riecht mega angenehm. Wow, mega angenehm. Ich würde sagen, das war's dann auch schon. Wir können mal alles runternehmen. Ich habe die Maske jetzt schon eine Weile drauf. Ich nehme als allererstes hier diese Maske runter. Und was sagt ihr? Habe ich da jetzt weniger Falten? Ich weiß ja nicht, ob man nach einem Mal schon einen Unterschied sehen sollte, könnte. Aber bestimmt, wenn man das öfter macht, schadet das in jedem Fall nicht, ne, seine Hals auch ein bisschen mehr zu pflegen. Ich habe das Gefühl, es schaut schon besser aus, aber es ist natürlich trotzdem noch da, ne? Man kann gegen die Schwerkraft und das Altern der Haut einfach nichts tun, außer irgendwelche Eingriffe oder so. So, dann nehme ich auch mal die Maske runter. Die war mega. Und da ist auch so viel Feuchtigkeit drin, den ganzen Tag drin sitzen, in dieser Maske. Benutzt ihr eigentlich immer noch viele so feuchtigkeitsspendende Gesichtsmasken? Und übrigens, schaut euer Make-up immer am besten aus, wenn eure Haut mega gut vorher gepflegt wurde. Also tragt euch sogar noch kurz vor dem Make-up am besten nochmal Augenpflege auf oder so, weil dann ist die Haut wie aufgepolstert und dann kriechten die Produkte auch nicht so dolle in eure Fältchen, weil sie eben aufgepolstert sind. Übrigens hättet ihr da Lust drauf, dass ich zum Beispiel so 10 Tipps von Make-up-Profis, Make-up-Artisten irgendwie zusammensammle und die ausprobiere und euch zeige. So game-changing Steps, hättet ihr da Lust drauf? Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Ich massiere hier noch die Reste in meine Haut ein. Fühlt sich super gepflegt an und frisch. So, wie ich eben schon sagte, möchte ich unbedingt diese Foundation ausprobieren. Wie gesagt, ich werde die Produkte jetzt nicht nochmal einzeln benennen oder auf die nochmal eingehen. Ich werde sie euch einfach nochmal in der Infobox verlinken und da könnt ihr euch sie nochmal näher anschauen. Also, ich benutze jetzt mal diese Foundation. Ich bin so gespannt. Ich liebe Foundations sowieso immer. Und wenn ich neue ausprobieren kann, dann bin ich immer sehr happy. Ich benutze wie immer meinen liebsten Foundation Pinsel, den benutze ich sehr, sehr oft. Der ist von It Cosmetics und heißt Heavenly Looks und hat die Nummer, ich weiß nicht, ob es die Nummer ist, ich sage es euch jetzt, weil ich werde oft danach gefragt, Care 30W, K-E-R 30W. So, das ist mein liebster Foundation Pinsel. Foundation sollte man immer schütteln, bevor man sie benutzt. Oh no, sie ist zu hell. Ich habe mir so jetzt 1,5 Tropfen drauf gemacht. Sie riecht tatsächlich. Sie hat einen Duft. Verblendet das jetzt mal, dann werden wir sehen. Oh Gott, sie ist so hell. Was ist denn das für ein Sand? Okay, das ist ein koreanischer Sand. Also Tonsand passt nicht, Mädels. Falls ihr euch noch an meinen Farben orientiert,
Sand ist zu hell. Geht da auf jeden Fall dunkler. Sieht aus ein bisschen wie eine Leiche. Auch wenn ich immer sage, mit einem Bronzer kann man einiges retten, aber das ist mir jetzt viel zu hell. Ich nehme einen Tropfen von der Manhattan Foundation. Das ist die Lasting Perfection 25 Stunden Hydrating Hydration Boost. Hohe Deckkraft, angenehmes Tragegefühl, LSF 20 Foundation. Und das ist die Farbe Creamy Beige. Und diese Foundation habe ich erst ganz neu entdeckt. Die hat so eine coole Konsistenz und liegt so schön auf der Haut wie so ein Filter, ohne Witz. Das hat jetzt das Ganze so ein bisschen gerettet, würde ich mal sagen. Also die Foundation, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so sagen kann, die hat sich gut angefühlt, hat sich super verblenden lassen, aber war einfach viel zu hell und hat mich jetzt so auf den ersten Eindruck nicht wirklich umgehauen. In Kombination mit der Manhattan Foundation sieht es aber eigentlich ganz schön aus. Nicht so dolle draufgeklatscht, glowy, schön, natürlich, mag ich gern. Da mache ich mal weiter mit dem Concealer. So, als Concealer nehme ich einen von Judith Williams aus dem DM. Da gebe ich mir hier im Innenwinkel etwas auf und hier außen. Das habe ich jetzt nämlich neu gelernt, meine lieben Freunde. Und dieser Schritt hier mit dem Concealer ist einer, den hätte ich am liebsten schon gekannt, als ich mein Make-up Do und Don'ts gemacht habe. Übrigens, wo der Concealer wirklich viel zu hell ist, leider. Da hätte ich gerne diesen Trick auch angewandt. Weil ich habe das jetzt so oft gesehen, dass super viele jetzt mittlerweile so den Concealer auftragen. Und das sieht jedes Mal so fresh aus. Deswegen probiere ich das jetzt auch aus. Und ich muss auch sagen, ich merke einen positiven Unterschied. Also diese Concealer-Technik gefällt mir auf jeden Fall gut. Also man trägt nur hier innen Concealer auf und hier außen. Und dann schmiert man nicht rum, sondern man macht nur so tupfende Bewegungen. Und es ist eben wichtig, dass komplett dieser Teil hier abgedeckt ist oder eben aufgehellt. Und hier macht man das auch mit so tupfenden Bewegungen, mit einem Pinsel, wohlbemerkt. Und das restliche Produkt auf dem Pinsel gibt man einfach nur so ein bisschen auf. Und so soll der Concealer nicht in die Fältchen kriechen und besser halten und schöner aussehen. Und ich finde auch, dass ich insgesamt frischer aussehe. Generell ist Concealer ja aber auch so ein mega wichtiges Produkt. So, also Concealer wäre fertig. Dann benutze ich ein Setting Puder. Ich benutze mein Charlotte Tilbury Setting Puder. Und das gebe ich auch nur so ganz leicht auf, gar nicht zu viel. Und dann den Bronzer. Hier gibt es auch nichts Neues. Das ist der Charlotte Tilbury Bronzer. Ich weiß nicht, ob ich den schon beim Filmen aufgetragen habe, aber das ist einer, den ich aktuell eigentlich täglich trage. Den finde ich super. Ich nehme mal dazu so ein Bare Minerals Puder. Der ist sehr eng gebunden und so ein bisschen abgeschrägt. Und mit dem kann man auf jeden Fall eine sehr starke Deckkraft erzielen. Generell, ne? Je fester der Pinsel gebunden ist, desto stärker kommen die Farben raus auf dem Gesicht. So, und dann würden wir ja eigentlich zu dem Blush kommen, den ich hier habe. Aber der ist eigentlich mehr ein Highlighter. Deswegen trage ich den mal mit so einem feineren Pinsel auf. Und dann werden wir mal sehen, wohin wir damit kommen. Ja, guck mal. Der ist sehr subtil. Gar nicht so dolle. Aber man sieht den eigentlich trotzdem ganz schön. Aber das ist für mich jetzt wirklich mehr ein Highlighter, ehrlich gesagt. Und eigentlich würde ich jetzt fast ohne Blush weitermachen, aber ich finde, zu einem Frühlings-Make-up gehört irgendwie ein Blush. Deswegen nehme ich mal hier einen von Max Factor. Der hat die Nummer 05 Lovely Pink. Das ist so ein roséfarbener Blush. Den gebe ich mir mal drüber auf. So, wunderbar, Freunde. So. Der Motor ist an. Ich bin wieder super schnell. Für die Augenbrauen benutze ich nur mal ein Augenbrauen-Gel. Das hier ist von Catrice Volume & Lift Brow Mascara. Das ist übrigens aus dem neuen Sortiment. Mega cool. Also wirklich ein mega cooles Produkt. Hält die Augenbrauen super schön nach oben. Gibt auch ein bisschen Farbe ab. Und ja, falls ihr nicht gerade große Lücken habt, dann ist das wirklich ein schönes Produkt. So, wenn es mal schnell gehen muss. Also schaut mal. Auf jeden Fall super. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Lidschatten. Auf diesen Step freue ich mich sehr. Ich finde aber, ein Frühlings-Make-up, da gehören irgendwie Pastelltöne hin. Entweder auf die Lippen, sowas Leichtes, oder eben auf die Augen. Und ja, so gerne ich diese Palette benutzen würde, und diesen Rosaton vielleicht, aber ich habe erst vor kurzem was Rosanes benutzt, daran kann ich mich erinnern. Deswegen werde ich damit mein Auge aufbauen und dann benutze ich mal wieder
hier kommt wieder die Rettung, die Carnival XL Pro Palette von Be Perfect, weil die hat natürlich super viele Farben und ich glaube, ich werde auf irgendeinen Ton von hier ausweichen. Aber zuerst einmal nehme ich so einen fluffigen Verblendungspinsel und werde hier in diesen Nude-Ton gehen, um einfach auch mal zu schauen, wie das so performt, wie die Pigmentierung ist. Ja, super schön. Richtig, richtig schön. Also wie ihr sehen könnt, lässt sich auch wunderbar ausblenden. Super unkompliziert. Aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber das ist so irgendwie arg rotstichig jetzt rausgekommen. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall so ein schöner Nude-Ton. Das stört mich jetzt nicht, aber ich habe es ein bisschen anders erwartet. Aber es ist wirklich schön. Lässt sich super ausblenden. Wunderbar. Ich nehme jetzt aber auf jeden Fall hier so einen, diesen Ton. White Tough. Das ist so ein mintfarbener Lidschatten und ich glaube, der wird sich richtig gut machen auf meinem beweglichen Augenlid. Der würde natürlich noch viel krasser rauskommen und performen, wenn ich da einen hellen Concealer drunter gemacht hätte. Aber wie ihr sehen könnt, sogar ohne Concealer, es ist einfach, kommt die Farbe so mega raus. Das ist echt der Wahnsinn. Und hier werde ich jetzt den Übergang nicht ausblenden, weil gerade bei so einem etwas intensiveren Look finde ich es ganz schön, wenn es so einen harten Übergang hat. Wenn man sieht, okay, Türkis, okay, bräunlicherer Ton. Was hier jetzt aber wichtig wäre auf jeden Fall, ist ein Eyeliner, weil wenn ich die Mascara auftrage jetzt, dann sehen meine Augen super klein aus. Also ich muss auf meinem Wimpernkranz so den dunkelsten Punkt vom ganzen Look platzieren sozusagen. Ich benutze ja sonst immer diesen braunen Eyeliner, aber ich glaube, das würde jetzt den Look zu sehr crashen irgendwie. Deswegen benutze ich auch den Flex Tip Eyeliner von Isadora, aber in der Farbe Steel Grey dieses Mal. Und den gebe ich mir ganz dünn über meinen Wimpernkranz auf und dann mache ich mir einen Wing. Der ist zwar wieder dunkel und ausdrucksstark, aber so mag ich das und so finde ich, passt das auch zu dem Look, um den so ein bisschen eben vollkommener zu machen. Jetzt mache ich noch Mascara drauf. Meine liebste Mascara in letzter Zeit hier von Catrice. Lift Up Volume Lift und Lift Mascara, Lash Lifting Technology, das ist eine neue Technology. Das ist auch aus dem neuen Sortiment, wirklich die Bürste ist mega dick und so fein, sodass die wirklich jedes einzelne Härchen erwischt. Wo habe ich eigentlich meine Wimpernzange? Ich muss vielleicht mal den Theo fragen. Ja, also ich gebe mir auf jeden Fall davon 1 bis 2 Schichten auf. Und durch diesen dicken Eyeliner gehen natürlich die Wimpern so ein bisschen verloren, außer man klebt sich welche auf. Aber die Mascara ist wirklich der Wahnsinn. Die macht so lange und so volle Wimpern einfach wow. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch Wimpern aufkleben, damit der Look so ein bisschen mehr zusammenkommt. Ich benutze welche von Catrice. Das sind die Major Volume Ultra Flexible Lash Band Wimpern. Mega Wimpern. Ihr seht wahrscheinlich schon den Unterschied. Aber die gehen gerade so leicht drauf und dass das Band so richtig flexibel ist, liebe ich gerade. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich habe meine Lieblingswimpern gefunden. Oh, die sind zwar wirklich richtig extrem, aber die kleben so gut. Und von Korean Beauty habe ich noch dieses Lippenprodukt. Ich möchte das mal auftragen, um einfach zu sehen, wie das so wäre. Aber ich glaube, fast ist es ein bisschen too much mit dem Look. Wir werden sehen. Ja, also es ist so matt, sehr leicht auf den Lippen, aber ich glaube, dass ich für dieses Produkt meine Lippen vorher peelen müsste und vorbereiten müsste und so weiter, mehr Feuchtigkeit auftragen und so weiter. Es schaut sogar nicht schlecht aus, so als gesamter Look. Ich habe hier nur so eine grüne Aufschrift, was ganz gut mit dem Augen-Make-up passt. Es ist auch nicht zu laut, trotzdem sieht man genug Farbe. Bin ich so hundertprozentig überzeugt. Ich weiß nicht, was sagt ihr, gefällt es euch? Findet ihr das gut oder nicht? Ich glaube, ich sehe hier sowas Milchiges, sowas wie den White Russian Lip Gloss. Ich glaube, das wäre hier für diesen Look ein bisschen schöner. Oder wisst ihr was sogar? Ich benutze was von Fenty Beauty, habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Das waren ja eine Zeit lang echt meine liebsten Glosse. Und zwar benutze ich die Farbe Baby Brut. Yes, das ist wie eine
Lippenpflege auf den Lippen. Guck mal bitte, wie schön das glänzt. Wahnsinn. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. So, dann noch ein paar Ohrringe, ein Setting Spray und wir sind ready. Ich benutze jetzt auf jeden Fall dieses Setting Spray von Glow Makeup Fixer von Heimisch, heißt die Marke. Und beim Setting Spray muss man auf jeden Fall immer aufpassen, dass man die Haare nicht zu dolle nass macht. Gerade wenn man sie vorher mühsam geföhnt hat. Sehr feiner Mist. Riecht sehr angenehm, aber nicht zu dolle. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Und hat auf jeden Fall einen schönen Glow gemacht. Es gibt hier keine nassen Wassertropfen. Ich nehme dann immer ganz gerne nochmal meinen Foundation-Pinsel und klopfe nochmal alles ein. So in etwa. So, und das wäre dann auch schon der fertige Look. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Ich finde auch schön, dass es mit meinem Oberteil so wunderbar zusammenpasst. Im Frühling könnt ihr auf jeden Fall euch mehr an Pastelltöne trauen, wenn es auch einfach nur ein Lidschatten ist, eine Lidschattenfarbe auf dem gesamten beweglichen Augenlid. Da kann man mit dem Bronzer zum Beispiel die Lidfalte so ein bisschen weicher machen, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Aber das kann man auf jeden Fall mal machen. Und wenn ihr es ein bisschen stärker haben wollt, klebt euch Wimpern auf, macht euch einen Eyeliner. Das macht immer super viel aus. Und ja, mit den Make-up-Produkten jetzt aus dem Korean Beauty-Segment bin ich happy. Die Foundation gut funktioniert auch jetzt gerade, so wie ich sie sehe. Ne? Das ist natürlich auch nochmal die von Manhattan drauf, aber die zusammen funktionieren einfach schön. Es schaut toll aus. Schaut eigentlich aus wie Haut und mit dem Bronzer und mit dem Highlighter und so weiter. Irgendwie finde ich die Base richtig schön. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Die Lidschattenpalette hier hat auch sehr gut performt. Hat mir auch gut gefallen. Werde ich auf jeden Fall weiterhin benutzen. Keine Frage. Diese Pflege vorher für den Hals und fürs Gesicht hat mir auch richtig gut gefallen. Ich weiß nur nicht, ob das hier für den Hals, ob das so ein, ja, mehr so ein Marketing-Ding vielleicht ist oder ob das wirklich etwas bringt, wenn man das länger benutzt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Fältchen gerade um den Hals herum, dass die schon so tief sind, dass man sie nicht so wirklich wegbekommt irgendwann, außer wenn man lässt sich irgend so eine Straffung machen oder so. Ich glaube, die Fältchen mehr hier um die Augen herum kann man doch eher mit Cremes noch aufpolstern. Ich habe mein Gesicht ja so intensivst gepflegt vor dem Make-up und das sehe ich jetzt auch in meinem Make-up, weil es sieht einfach mehr so flawless aus. Viel glatter und die Haut ist wirklich wie aufgepolstert. Man sieht, dass die Haut darunter sehr gepflegt ist. Deswegen immer ganz, ganz wichtig, bevor ihr Make-up auftragt und gerade Foundation und so, tragt doch immer eine schöne, reichhaltige Pflege auf. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie euch der Look gefallen hat. Kann euch sehr gerne auf dem Laufenden halten, wie dieser Toner noch funktioniert und diese Lidschattenpalette und ja, Foundation ist aktuell zu hell und bei dem Lippenprodukt muss ich sagen, das hat mir also bisher am letztbesten gefallen, weil es einfach nicht so mein Ding ist. Ich freue mich auch sehr auf diese Creme. Auf jeden Fall. Werde euch auf dem Laufenden halten. Danke euch jetzt sehr fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao.